Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Gilde 3 mit unserer 5. Staffel und der nun, naja, eigentlich nochmal 9. Folge, denn ganz hoch professionell wie ich bin, habe ich eigentlich schon direkt nach der gestrigen Folge 3 weitere Folgen aufgenommen und die gleich in die Renderschleife gepackt und bin schön rausgegangen, schönes Wetter genossen, komme abends nach Hause und lese halt noch ein bisschen Kommentare unter den ersten 7 Folgen und da ging es auch so ein bisschen um den Ton, dass man so ein bisschen die Dialoge nicht so verstehen konnte und will halt reinhorchen in meine gerenderten Folgen und merke, ich werde zwischen der gestrigen Folge und der eigentlichen 9. Folge versehentlich auf meine Mute-Taste am Mikrofon gekommen sein. Ja, Robin, da brauchst du jetzt nicht gleich schon ein Grab für mich ausschaufeln, auch wenn du es gerade machst, ich höre das schon. Ich hatte dann ganz hochprofessionell, wie ich bin, 3 Folgen ohne mein Mikrofon aufgenommen. Das war ein Stummfilm, ein sehr interessanter, nicht informativer, weil ich halt nichts erklären konnte in dem Fall. Und ich habe jetzt einfach nochmal den Spielstand geladen, der am Ende der gestrigen Folge, da hatte ich noch gespeichert. Das habe ich jetzt nochmal gemacht und es ist sehr, sehr spät am Abend, deswegen mache ich heute ohne Kamera. Eigentlich wollte ich gerade schon pennen gehen, aber habe das festgestellt und dann gemerkt, ach, verdammte Axt, jetzt hast du dann für Dienstag keine Folge, jetzt machst du es mal eben noch schnell. So, bevor es aber losgeht, möchte ich mich noch bei Gamerlord bedanken. Gamerlord, es hat funktioniert, jetzt stehst du endlich bei mir in der Liste der öffentlichen Abonnenten. Der Bug bei YouTube ist behoben worden. Herzlichen Dank, mein Lieber, für dein öffentlich sichtbares Abo, das du am 4.4.2020 dagelassen hast. Schon seit über einem Jahr bist du dabei, mein Lieber. Du warst Herz Nr. 255. So, jetzt geht der Timer aber los hier. Wir waren stehen geblieben. Ich muss mich mal kurz ein bisschen sammeln. Nach dieser Hiobsbotschaft. Ich glaube, wir waren dabei stehen geblieben, dass ich hier bei dem Totengräber am Ende der letzten Folge noch einen minimalen Bug drin hatte. Und zwar einen Darstellungsbug. Und zwar hier im Lager. Ihr seht, der ist jetzt raus. Einzige, was noch ein Problem ist, ist diese Skalierung hier oben. Dass sich das hier überschneidet. Ich kann das Fenster leider auch nicht verschieben. Soweit ich aber informiert bin, wissen die Entwickler Bescheid und werden das wahrscheinlich in Zukunft noch beheben. Sodass das hier ein bisschen tiefer ansetzt oder ein bisschen weiter hier drüben ansetzt. Ich meine, wir haben ja hier noch genug Platz, ne? Hier kann man ein bisschen was schieben, hier kann man ein bisschen was schieben, dass es halt ein bisschen mehr in die Richtung gewandert, ne? So, genau, jetzt werden hier die Sachen angezeigt. Ich bin jetzt aber wieder auf alle Waren, weil ich gerade eben noch kurz in der Scheune drin war, um da nochmal reinzugucken. Das ist auch nochmal ein zusätzlicher kleiner Bug. Sobald ich in der Scheune drin war und mir alle Waren anzeigen lasse und dann in einen Betrieb reingehe, zeigt er hier oben nicht mehr die relevanten Waren an. Ihr braucht hier oben einfach nur auf diesen Reiter zu klicken und hier darunter könnt ihr auch nochmal Dinge eintippen. Hier in meinem Fall ergeben sie jetzt keinen Sinn, aber da könnt ihr auch direkt Waren suchen. So, was wollte ich hier einstellen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Doch, ich wollte hier einstellen, dass hier bei den Knochen immer mindestens 60 liegen dürfen, aber maximal 120. So. Denn die lieben Leute brauchen ja sowohl die Knochen für die Armreife als auch für die Lampen, die wir herstellen wollen. Die gerade momentan gar keiner herstellt. Weil, warum? Ich weiß es nicht, weil Fischöl liegt massig da. Fischöl. Da wollte ich auch gerne noch sagen, dass es hier minimal 40 sein sollten, aber Maximum 60 sein sollten, sodass wir nur ein Slot im Lager davon belegen. Momentan sind es 2 Slots, weil wir hatten ja noch diesen Großeinkauf mit dem Fuhrknecht. Ihr erinnert euch vielleicht noch am Ende der letzten Folge, da ist der Gerard losmarschiert und hat sich das ganze Zeugs geholt. So. Dann würde ich sagen, wir beobachten heute mal den Gerard. Nicht Stillstand ist Rückschritt. Nachdem er sich hier aber nochmal bitte... Achso, nee, Quatsch. Entschuldigung, halt, warte mal. Nee, mach mal alles nochmal zurück. Ich wollte bloß 37 mitnehmen. Er soll jetzt hier mal das ganze Fischöl rausnehmen, was über 60 ist, also über Menge 60. Und das bringen wir mal in die Lagerscheune. So. Die Räder rollen. Achso, ich habe die Zeit drauf. Zeitlupe, Entschuldigung. Gott, ich hoffe, das ist jetzt wirklich der Spielstand. Aber es müsste derjenige sein, ja. Weil ich habe mich jetzt hier noch keine weiteren Routen drin. Es ist natürlich schön, wenn man die Sachen nochmal doppelt spielen muss, ne? Ich bin auch sehr gespannt, wie das jetzt laufen wird. Ey, Gerard? Hat er das jetzt... Der hat das automatisch abgeladen. Ich stehe bereit. Nee, der geht einfach pennen, der Sack. Sag mal... Kumpel. Die Fuhre ist bald da. Ich eile ja schon. Du sollst jetzt hier verlässt dahin. Du machst heute mal Überstunden, ob du willst oder nicht. Ich bin dein Lehnsherr. Du hast auf mich zu horchen. Ich bin ein Meister. So.
Sag mal, frech, ne? Verschwindet der wieder? Gerard, jetzt reicht's ich aber eile hier. Ja schon. Okay, lass mal ihn pennen. Mann. Na gut, ich nutze mal wieder die Zeit und repariere mal wieder ein bisschen die Gebäude. Wir hatten ja noch einen Schneesturm, soweit ich das gesehen habe. Okay. Jetzt kommen wir auch richtig in den Winter rein. Und bevor jetzt hier drei Schneestürme auf einmal kommen und ich aber noch mit den Handelsrouten beschäftigt bin. Mitternacht und alles in Ordnung. Das ist schön, dass alles in Ordnung ist. Ich habe auch wirklich Ton heute, ja? Ja, ich habe Ton. Das ist schön, dass ich jetzt Ton habe. Das hilft mir sehr viel weiter. Da kann ich heute vielleicht doch nochmal vor 1 Uhr pennen gehen. Das ist schön, ist das. So. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Alles in Ordnung. Das ist schön, dass alles in Ordnung ist. So. Wie, warte mal, jetzt fahren die Furtknechte wieder, Gerard! Kann ich das hier nicht eigentlich irgendwo sehen? Hier. Da, genau, da steht ja der Gerard. Ich kann ihn jetzt auch so auswählen. Axt und Radbruch. So, und wer, du läufst jetzt automatisch wieder zurück, weil ich habe hier gerade einen Furtknecht fahren sehen. Er fährt automatisch zurück, das ist doch... Obwohl er mal jetzt gerade eben ein bisschen länger gewartet hatte, ne? Oh, pass auf, Junge. Sobald du drin bist, mach ich Zeitlupe und dann möchte ich, dass du jetzt das verdammte Fischöl da auslädst. So! Nein! Verfluchte Axt. So schnell wie der Wind. Ja, dann mach doch, weißt du, dann mach doch. So, ich werde jetzt hier mal einen Furtknecht anstellen. Zack, zack. Ich könnte auch jemanden aus der Familie als Furtknecht anstellen. Ach ja, gut, okay. Ah, das verstehe ich nicht, ne? Die Achsen sind gefettet. Also die Anne fährt angeblich? Ach nee, das ist bloß eine Anzeige, Unterschied hier. Warum ist die eigentlich protestantisch? Moment mal, warte mal, waren wir auch protestantisch? Jetzt muss ich nochmal gucken. Bin hier beschäftigt. Ah, alles klar, wir sind auch protestantisch. Gut. Gegen die Katholiken wollten wir uns ja hier stellen, beziehungsweise sie versuchen auf unsere Seite zu ziehen. Na gut, dann, muss ich jetzt leider mal ein bisschen Zeit einfach laufen lassen. Robin arbeitet wieder ganz fleißig, verarbeitet wieder die Knochen. 3 Uhr morgens und alles in Ordnung. So, ich muss mal kurz einen Schluck Wasser nehmen. Interessant, 3 Uhr morgens und trotzdem haben wir hier gerade Geld bekommen, ne? Also irgendjemand geht hier trotzdem einkaufen, 3 Uhr nachts. So, jetzt ist genug hier mit Faulenzerei. Gerard, du kommst jetzt gefälligst mal her. Du hast das Zeugs noch im Inventar. Gut, jetzt kommst du gefälligst mal her. Ach, oder kann das sein? Nee, er ist unterbrochen. Er ist nicht automatisch drin, ne? Hm. Aber jetzt ist hier wieder Wuselfaktor, ne? Jetzt bewegt sich hier wieder ganz viel. Okay. So, Kumpel. Und jetzt lädst du bitte mal das Fischöl hier ab. Das finde ich gut. Nimmst mal den Barsch mit. So. Ey, Cecile, was machst du da? Die geht das verkaufen, ne? Und los geht's. Cecile, ja? Du kommst bitte zurück. Arbeit unterbrochen. Ja. Lad das jetzt hier wieder aus. Wir sind nämlich noch gar nicht fertig. Ne? So, Gerard ist gleich da. Ich stehe bereit. Du legst bitte den Barsch jetzt hier rein. Den brauchen die nämlich, um Fischöl überhaupt herzustellen. Und den brauchen wir nicht in der Scheune. So, du nimmst bitte erstmal die Arbeit wieder auf. Aber ich möchte dir vorher noch sagen, dass du ein ganz feiner Kerl bist. Nee, das nicht, sondern dass wir ihm jetzt eine Handelsroute einrichten. Und zwar von der Scheune aus. Zack. Zum Totengräber. Falsch gedrückt, Moment. Zum Totengräber, Totengräber, Totengräber. Wo ist er? Der hier, Grabpfleger. Du nimmst hier bitte immer Fischöl mit und bringst es dahin. Wir sagen hier auch wieder plus 2 pro Route, die er fährt. Der fährt ja mehrere Routen am Tag, ne? Und das bringst du dann hier hin, minus 2. So, nicht zu meckern, wunderprächtig. Wir nennen es anders. Ich brauche... Ei, warte mal. Moment mal, der Typ hat einen Pferdekarren. Warum kann der Bus 2 Routen aufnehmen? Verwerfen. Er hat 4 Slots frei. Was ist denn da los? Stopp.
Arbeit auf pausieren. Auf direktem Wege. Hier stehe ich. Du bist noch im Betrieb? Gut. Lad mal ab hier. Ja. Er hat... Ey! Sag mal. Freundchen? Du gehst jetzt mal... Wo ist denn der? Hier stehe ich. Geh mal so rein schnell da. Wie der Wind. So. Lad das mal ab hier. Neuer Versuch. Ich werde mal die Zeit ein bisschen runterdrehen jetzt hier. Muss ich das vielleicht anders machen? Ach, okay. Ach, ich verstehe. Moment. Gut. Ich hatte nämlich vorher bei den anderen drei Folgen, die ich jetzt noch nicht veröffentlichen konnte, weil ich es verkackt hatte mit dem Ton, habe ich die Routen komplett anders gemacht und habe gemerkt, irgendwie nicht so toll, ne? 1 von 2, 2 von 2. Aber ich darf jetzt hier noch erweitern, genau. Das ist gut, das ist schön. Ja, okay. Aber kannst du wieder rausnehmen. So, und zwar. Hier, Fischöl. Da, Fischöl. Hier, Armreifen und Lampen. Jetzt seht ihr schon. Aha, okay, gut. Und hier auch nochmal Armreif und Lampen. Ich habe nämlich beim letzten Mal, als ich das hier offscreen gemacht habe, sozusagen, habe ich das alles versucht, über die Fuhrknechte aus der Lagerscheune zu regeln. Aber ich dachte mir, hey, komm, wenn ich schon mal bei diesen Level 1 Betrieben hier schon Fuhrknecht habe, kann ich das ja auch dementsprechend anders machen. So, dann wirst du jetzt hier, wie gesagt, plus 2 immer mitnehmen und die hier abladen. So, eine Fehlermeldung weniger. Und hier wiederum müssen wir es andersrum machen. Maximal 20. Ich glaube, das ist nochmal die Maximalmenge. Und er wartet dann nicht immer, bis er 20 hat. Deswegen sage ich jetzt hier einfach noch minus 20. So, Menge bestätigt. Und hier ebenfalls minus 20. So, sodass er halt immer dann, wenn er im Totengräber drin ist, die Armreife und die Lampen mitnimmt. Und die dann in der Lagerscheune auslädt und mit dem Fischöl andersherum. So, dann nehmen wir die jetzt einfach Totengräber, die Route bestätigen, speichern, Totengräber auswählen, denn der Gerard ist ja noch ausgewählt und bestätigen. So, und den beobachten wir jetzt noch ein kleines bisschen, ob der das auch wirklich so macht. Und gleichzeitig können wir beobachten, ob halt immer ausreichend Fischöl da ist. Momentan 40. Es wird gerade nicht an den Wandlampen gearbeitet, obwohl ich das nicht verstehe. Ah doch, hier. Eine wird bearbeitet und weil dann der Durchlauf schon wieder fertig ist dann, 9 von 10, arbeiten sie jetzt gerade an den Knochenarmreifen. Okay, gut, kann ich verstehen. So, guck mal einer, schau. Habe ich was falsch rum eingestellt? Sag mal, Kumpel, das war jetzt so aber nicht gemeint. Er soll sie aus dem Grabpfleger rausnehmen und in die Scheune reinlegen. Habe ich jetzt hier ein One-Way-Ticket? Ne? Also irgendwas läuft hier nicht so, ne? Moment. Brich mal ab. Ach, ich Depp, ich hab's falsch rum. Okay. Hier minus 20. Die Bevölkerung gegen euch aufgehetzt. Ja, ich weiß, weil ich so doof bin. Weil ich so doof bin, wurde die Bevölkerung gegen mich aufgehetzt. Weil Plus und Minus kann ich nicht unterscheiden, ne? So, jetzt aber hier. Speichern. Und jetzt übernehme ich. Ich habe es falsch schon mal eingestellt. Ich habe mich schon gewundert. Sag mal, so schwer ist das doch eigentlich gar nicht, dachte ich. Gut. Okay. Jetzt sollte es aber funktionieren. Und wie ich gesehen habe, Fischöl ist jetzt immer relativ schnell da. Und er sollte sich eigentlich auch bei den relevanten Waren jetzt hier... Schneesturm. Wütet im ja, ist ja gut, lieber Sprecher. Bei den relevanten Waren sollte er sich jetzt eigentlich auch daran halten, dass hier maximal 60 Fischöl und maximal 120 Knochen drin liegen dürfen. Ich könnte jetzt natürlich auch noch sagen,
hier beim Knochenleim und alles, dass hier auch Minimum-Maximum-Menge drin ist, aber da das immer relativ schnell verarbeitet wird, sehe ich da erstmal noch keinen Bedarf. Vielleicht werden wir das später nochmal ändern. So, jetzt bin ich aber mal gespannt, was macht eigentlich der hier die ganze Zeit, der Furtknecht? Welcher von euch ist denn der mit dem Radsymbol? Die Anne. Hier stehe ich. Die Anne, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Stillstand ist Rückschritt. Die hat gerade irgendwelche Sachen hier hingebracht. Den Candice hat sie hingebracht. Alles wahrscheinlich nicht den Honig. Okay. Achso, warum habe ich jetzt dieses hier schon hier angeworben? Und warum hat die schon automatisch einen Pferdewagen? Aber egal. Die habe ich angeworben, um diverse Lagerbestände aufzuräumen, nötigenfalls. Beziehungsweise werde ich hier auch noch Lagerregeln einstellen und die Fuhrknechte aus dem Lager werden dann Dinge verkaufen gehen. Okay, Obstgarten. Wie sieht es hier im Allgemeinen aus? Es sieht grundsätzlich ganz gut aus. Ich werde jetzt hier aber nochmal zusätzlich sagen, zum Honig, der schon da ist. Obwohl, noch geht's eigentlich, noch geht's mit dem Honig. Den Honig brauchten wir hier, erinnert euch vielleicht noch, im Barbiershop hier in der Badehütte. Damit wir das Rosenwasser herstellen können. Und damit ich das nicht einkaufen muss, würde ich das schon gerne immer direkt aus dem Lager abholen. Guck mal hier, André geht einfach Rosen verkaufen. Nee, hat Rosen gekauft. Sag mal, seid ihr des Wahnsinns? Die können wir doch selber abernten. So aber nicht, ne? So aber nicht hier, Leutchens. Die stellen das nicht her. Die stellen ja stattdessen erstmal die Seife her, weil ich die bestellt habe. Na, pass auf, ich werde jetzt hier die Menge anpassen auf 5. So, bestätigen. Ey, was soll... hallo? Hat er die einfach wieder rausgenommen? So, hier auch wieder 5. So. Hier hat er es drin gelassen. Achso, das hier hat er vielleicht rausgenommen, weil die Menge erreicht wurde. Okay, das kann natürlich sein. Okay. So, dafür Honig, Wildrosen. Honig können wir hinbringen lassen. Wildrosen und Jasmin, wie hier in dem Fall, müsste eigentlich direkt selbst geerntet werden können von den Leuten. Aber irgendwie tun sie das nicht. Müssen wir mal beobachten. Vielleicht auch gerade, weil es noch vorhanden ist. Außer Honig. Honig müssten sie jetzt eigentlich holen gehen. Das Fledermausblut brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, ne? André, komm mal her. Stehe bereit. Nee, du sagst mal... Bin schon unterwegs. Ich wollte gerade draufklicken, dass er mal hier rein luschern soll. Ja, leg das hier mal alles wieder ab. Leg das hier mal alles wieder ab. Das hier bitte auch. So, du nimmst mal das Fledermausblut mit, bitte. Danke, das bringst du da mal eben zum Marktplatz. Meine Sohlen dampfen schon. Dann kriegen wir hier mal ein bisschen was aufgeräumt. Ben, wo soll's hingehen? So, doppelklick hier unten auf das Avatar. Porträt und schon haben wir eine Kameraverfolgung drin von der Person. Oh, heute spielen sie mal keine Musik. So, das Zeug's raus damit. Dann gehst du mal zum Obstbauern. Bin schon fast da. Ah doch, jetzt spielen sie Musik im Hintergrund. So, und dann nimmst du schon mal Honig mit. Wir sagen mal 30. So. Ne, das sind 20 Robin. 10 kannst du auch nicht mehr. Es wird später am Abend. Das tut mir leid, Leute. So. Oh, das bringst du dann schon mal hin hier zur Badehütte. Und während du noch unterwegs bist, werde ich jetzt hier nochmal ein bisschen Zeitlupe machen. Warum mache ich eigentlich ständig Zeitlupe? Damit mir das wenige Geld, was wir gerade verdienen, nicht flöten geht, weil ich hier drüben noch keine Lagerregeln eingestellt habe. Die sind natürlich wichtig, damit hier überhaupt in der Lagerscheune auch Sachen verkauft werden können. Warte mal, was? Wollt ihr mich verarschen? Was? André! Bin da. Geh mal die Wildrosen holen. Und jemand kam auf die bescheidene Idee, die Wildrosen hier rauszukanten. So, wir errichten eine neue Handelsroute. Wir sagen... ja, was sagen wir denn? Ich gehe es gerade falsch rum an, glaube ich. Nee, doch, alles gut. Wir sagen, von hier nach... Nee, halt. Ich drücke jedes Mal falsch beim zweiten Slot. Hier. Einladen Seife. Einladen Rosenwasser. Abladen Honig. Honig.
Ich hoffe, der hält sich an die Mengenbegrenzung. Ich weiß es nicht. Ich mach mal lieber nur minus 2. So. Ach, jetzt sehe ich hier gerade die Herstellungsrezepte nicht. Na gut, schade. Okay. Dann sagen wir hier wieder abladen. Abladen. Jeweils minus 20. Zack, eine Fehlermeldung weniger. Zack, wieder eine Fehlermeldung weniger. Jetzt sagt er mir natürlich noch, ey, Alter, wo soll ich den Honig hernehmen? Sag ihm natürlich von hier. Und da sagen wir ihm aber auch nur plus 2 pro Route, die er fährt. Ne? Oder sie, ist ja eine sie, ist ja die André. So, die nennen wir dann Badehütte, die Route. Einfach nur, damit ich die auseinanderhalten kann, falls ich später doch nochmal eine andere eingeben sollte. Die werde ich jetzt aber noch nicht zuweisen, denn wir haben ja noch den Honig manuell abzuladen und noch die Rosenblüten zu holen. So, sie ist mich auch gleich in der Scheune drinne. Sehr schön. Die nimmst du bitte mal mit. Ach, das reicht gar nicht mehr. Ach nee, komm, geh mal hier rein. Es wird Blasen geben. Ja, naja. Ich warte schon. Dann nimmst du mal die... hallo? Hier stehe ich. So, dann nimmst du die bitte mal mit, liebes Ziel. Oh, jetzt kommen hier so viele Leute. So. Ein schwerer Schneesturm. Jemand hat die Bevölkerung gegen euch aufgehetzt. Flutlöcher dieses Betriebs und hier... Achso, der hat die immer nach unten geschoben. Okay, ich würde es echt cool finden. Kleiner Hinweis an die liebe Sabine. Es wäre echt cool, wenn die Fuhrleute des Betriebes oben stehen bleiben würden und dann Fuhrleute, wie zum Beispiel Mitglieder einer eurer Dynastie, jetzt sind die Fuhrleute, die ich jetzt hier immer hinschicke, wenn die hier unten eingeordnet werden. Von der Sortierung her. Ich habe mich gerade genau andersrum gehabt. Das wäre cool. So. Dann bringst du mal hin. Los geht's. Ja, die ist aber motiviert, ist wohin die. Soll's gehen? So. Honig abladen. Jo. Lagerregeln. Honig 20 bis 40. Nee, da sag ich jetzt 40 bis 60. So. Beschaffen. Natürlich beschaffen, logischerweise, weil ich das ja über die automatische, über die manuell eingestellte automatische Handelsroute zu laufen habe. Das soll raus. Hier 40 bis 60 drin. Scroll mal bitte runter. Achso, ich scroll gerade hier oben drin im Feld. Das geht natürlich auch. So. Da muss ich mal kurz rausklicken, um zu bestätigen. Und dann haben wir hier noch Jasmin und Wildrosen. Nicht beschaffen in dem Fall, verkaufen aber bitte auch nicht. So, die sollen hier drin gebunkert werden, die brauchen wir hier drin auf jeden Fall. Einen Becher brauchen wir nicht. So habe ich eigentlich... Ich habe hier gerade alle Waren. Ja, weil ich immer in der Scheune bin. Ne? Sobald ich in der Scheune war und mir da das irgendwie angucke, springt es dann beim nächsten Mal bei den Betrieben wieder zurück auf alle Waren. Das ist, noch ein kleiner Logikfehler, ne? So, hier bitte 0. Damit die Arbeiter gar nicht erst auf die Idee kommen, verkaufen wollen wir das Zeugs auch nicht. Wir haben keine Alchemiebude, dass wir es dafür bräuchten. Hier hat er mir jetzt natürlich die Werte auch anders eingestellt, weil ich am Scrollen war. So, 20 Honig, 20 sollten nochmal reichen. Wir brauchen immer bloß ein Honig und stattdessen deutlich mehr Wildrosen, ne? Okay, da ist er mal drin. Dann sagen wir dir jetzt, du darfst dich jetzt mit dieser Route hier beschäftigen. Damit das aber auch Sinn ergibt, die ganze Geschichte, muss ich jetzt natürlich noch dem Obstbauern sagen, dass er... Ich muss schon wieder durchreparieren, dieser verdammte Schneesturm, ne? Moment. Wir sagen jetzt erstmal jedem, dass er durchreparieren soll. Das wird jetzt auch eine ziemlich teure Angelegenheit, weil schon wieder ziemlich viel Schaden entstanden ist. Also bei einigen Gebäuden. Komischerweise bei der Fischerhütte nicht. Ach, vielleicht, weil die noch in der Reparatur war, während der Schneesturm ausgebrochen ist. Das kann natürlich sein. So... Und so, einmal alle durchrepariert. So, was war jetzt hier los? Schwerer Schneesturm? Achso, okay. Und hier hat mich wieder jemand denunziert. Na, passt auf, Leute. Ich werde euch noch ordentlich eins auswischen. So, was ich jetzt hier haben möchte und haben muss, ist nochmal extra in der Bestellliste Honig. Und zwar 60? Will ich da 60 reindonnern? Eigentlich ja nicht, ne? Mach mal hier immer 20 von. Achso, er geht sowieso 40 holen, ne? Er geht ja sowieso 40 holen, wenn er einmal läuft. Dann sagen wir jetzt hier 40. Da ist dann immer einmal einer beschäftigt und holt dann immer 40 auf einmal. Wir brauchen den Honig zum einen für unseren Candice und zum anderen auch zum
versorgen von unserer Baderhütte. Das heißt, ich werde jetzt hier bei den relevanten Produkten, die schon ausgewählt sind, 40 bis 120 sagen. Ja, wir brauchen davon auf jeden Fall eine ordentliche Menge. Davon belege ich dann auch gerne zwei Lagerplätze mit. Also 60 bis 120 dann in dem Fall. Obst nicht verkaufen. Honig nicht verkaufen. Apfelmost kannst du verkaufen? Nee, den Most nicht. Den Most brauchen wir, um Saft herzustellen. Habe ich hier das falsche Produkt drin? Nee, habe ich nicht. Ah, doch nicht. Ach, warte mal. Oh, ach, nein. Aber auf der anderen Seite, der Apfelsaft ist gewinnbringender. Denn hier verbraucht man nur einmal Obst und bekommt dann beim Verkaufen vom Saft 13. Während der Most wiederum dreimal Obst verbraucht und dann nur das Doppelte von dem, also nur zweimal den Preis vom Apfelsaft einbringen würde. Also macht es mehr Sinn, den Apfelsaft herzustellen momentan. Auf Most haben sie wenig Bock. Okay, gut. Alles gut. Alles gut, Robin. So, das heißt, Apfelmost, wo ist er hin? Hier ist er. Null, maximal unendlich, aber nicht verkaufen. Warum mache ich jetzt Verkaufen und Kaufen und Verkaufen die ganzen Regeln richtig rein? Damit das nicht irgendwie noch versehentlich wegtransportiert wird, falls ich mal irgendwie, falls die Anne zum Beispiel stirbt. Ich stelle dann einen neuen Fuhrknecht ein und der Fuhrknecht macht automatisch die Handelsregeln nach den Lagerregeln und bringt erstmal das ganze Zeugs weg, was ich eigentlich für die Produktion brauche, ne? So, was ist hier? Zwischenprodukt von Candice. Ah, okay. Schade, dass er hier keine Produktivitätserhöhung bekommt, ne, in dem Fall. Aber gut. Oder sie ist ja die Kamille. Gut, haben wir alles drin? Haben wir alles drin. Ich habe jetzt hoffentlich nichts übersehen. Ich muss jetzt allerdings noch der Anne sagen, dass sie bitte in Zukunft eine andere Regel fährt. Und zwar von unserer... in unserem Apfelgarten in die Scheune wieder. Ach man, schon wieder. Ich klicke da jedes Mal auf die erste Ware drauf, ne? So. Es geht um den Mus, es geht um den Saft und es geht um den Candice und es geht um den Honig. Vier Produkte insgesamt. Sie hat vier Slots frei, von daher geht das, weil sie hat einen Pferdekarren. So, dann geht es natürlich hier auch um dasselbige. Und hier. Und hier. Und hier. Hier. Die Art und Weise, wie ich jetzt gerade hier die Routen einrege, hat natürlich eine riesen Schwachstelle. Wenn mal Ressourcen fehlen sollten, geht die kein Schwein einkaufen. So, jetzt muss ich aber natürlich sagen, ja, du sollst das hier alles aufladen und hier sollst du aber ausladen. Na. So. Na. So. Und hier werde ich aber die Menge anpassen. Hier sage ich auch wieder pro Route nur zwei. Das werde ich dann natürlich nochmal anpassen müssen, wenn ich merke, okay, es kommt irgendwie zu wenig an. Es müllt mir irgendwie das Lager zu. Also das Lager im Obstgarten selber. Dann kann ich natürlich auch die Gärten, ja, Obstgärten. Das ist ja ganz toll wieder. Ganz, ganz großes Kino, Robin. Erst vergisst du dein Ton aufzunehmen. Dann kannst du nicht mehr schreiben und zählen. Was ist da los, ey? So, bestätigen Obstgarten. Das muss immer noch mal bestätigt werden, liebe Leute. Da wurde ich auch mal gefragt, es muss bestätigt werden über diesen Haken. Über Enter ging das, glaube ich, nicht. Ah doch, Enter geht. Okay, das ging mal nicht, aber jetzt geht's wieder. Gut, speichern, Obstgarten, bestätigen. So, damit ist der Kreislauf jetzt eigentlich so gut wie komplett. Das Einzige, was noch fehlt, ist, dass wir natürlich noch die Lagerregeln in der Lagerscheune einstellen müssen. Und das wird jetzt ein ordentliches Stück Arbeit, wie ich finde. Aber das Schöne ist, wir haben schon die ersten Waren da und ich kann jetzt hier sagen, Honig, darfst du 60 bis 120 einladen. So, verkaufen, zwischen 60 und 120 darf er dann verkaufen sozusagen, bedeutet das, nichts anderes. Oh, jetzt habe ich die Cecilie vergessen. Stillstand ist Rückschritt. Du lädst bitte die Rosen hier aus, die Wildrosen. Ja, da fehlen nämlich auch gerade passenderweise welche. War unten Depp der Meinung war, die müssten dahin gebracht werden. So, du kommst aber bitte wieder zurück. Räder rollen. So, wir sind aber hier noch nicht fertig. Und zwar machen wir jetzt hier einfach weiter mit Apfelsaft. Obstsaft? Oh, da hat er noch die anderen Sachen drin gehabt vom Honig. War das Apfelsaft? Nee, das war Apfelmost. Nee, damals Obstsaft, okay.
Ja, hier. Hier sage ich jetzt auch... Ne, hier sage ich eher 40 bis 120. Warum mache ich bei Honig so viel? Honig könnten wir eventuell später noch für eine Bäckerei gebrauchen, falls ich auf Bäckerei gehen sollte. Und Honig ist eigentlich so ein Schlüsselprodukt für die Produkte, die uns am meisten Geld bringen, ne? Neben dem Knochenzeugs. Warum habe ich jetzt hier 120 eingetippt? Weiß ich selber nicht. Zwischen 40 und 60. Und da darf er natürlich verkaufen. Ich werde es beim Honig nochmal umstellen. Sagen wir hier auch 40 bis 60. Und wirklich nur die Waren zwischen 40, also alles, was über 40 ist, kann man eigentlich sagen, das darf er dann verkaufen. Weil dann müllt uns das einfach nur das Lager zu. Gut. Als nächstes. Mus. Brombeermus war das, ne? Ach, ich muss wieder vorher Honig löschen. Kann ich das hier irgendwo einklappen? Geht das? Nee. Schade. Hier sagen wir auch wieder 40. Sagen bis 60. Alles über 40 wird dann verkauft automatisch. Dann haben wir Rosenwasser. Ui, das war jetzt ein bisschen laut, ne? 40. Ah gut, die Null nimmt er automatisch weg. Die frisst er nicht. So. Ich kann das auch hier alles mit einem Klick rausnehmen. Dann haben wir noch die Seife. Wird die direkt nur Seife genannt? Nee. Baderseife. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wenn ich jetzt die Seife eintippe, findet er das trotzdem. Okay, also ein intelligentes Suchsystem. Intelligenter als ich. So. ja. Gut. Dann haben wir noch das Fischölzeugs. Das soll ja auch nicht hier die ganze Zeit über drin liegen. Oh, der Timer meckert schon. Aber ist nicht schlimm. Wir machen das noch zu Ende. Fischöl. 40. Aber wir machen nicht nur zu Ende. Wir gucken uns auch gleich noch an, ob das alles so jetzt funktioniert. So, dann haben wir noch Candes. Machen wir hier wieder raus. Candes. Genau. Ich war immer der Meinung, Candes wird mit Z hinten geschrieben. Aber vielleicht ist das einfach nur eine Marke gewesen, die ich von damals kenne. Als kleiner Bub noch. Dann haben wir noch die Schädellampe. Warum mache ich das alles über Eintippen? Glaub mir, es geht schneller, als wenn du das alles raussuchst aus den einzelnen Kategorien. Ist zumindest meine Erfahrung. Ist vielleicht nicht die angenehmste, aber ich finde es trotzdem ziemlich ein Luxus, dass man sich das hier raussuchen kann. So, achso, und warum sage ich jetzt zum Beispiel bei den ganzen Waren, die ich eigentlich verkaufen möchte, dass es eine Mindestlagermenge sein soll und alles? Huch. Ich will ja auch noch exportieren in die Fernhandelswege, ne? Und dafür möchte ich mir natürlich immer noch so einen kleinen Puffer hier vor Ort liegen lassen. Dann haben wir noch den Knochenarmreif. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Hier haben wir den Knochenarmreif. So. Zack, zack. 60. Gut. Jemand hat die Bevölkerung gegen euch aufgehetzt. Das ist aber unhöflich. So. Wir stellen weitere Fuhrknechte ein. Die schon automatisch jetzt die Arbeit aufnehmen. In den Handelsregeln. Also Lagerregeln. So. Guck mal in der Schau. Die Sachen gehen schon teilweise raus. Und jetzt habe ich schon 2 von 2 Fuhrknechten drin. Ich kann jetzt über die Erweiterungen auch sagen, ich möchte sogar hier in dem Fall, glaube ich, noch 2 weitere einstellen. Oder ein. Also es steht hier da, es wäre einer. Wir machen es mal. Beim letzten Mal, wo ich das gemacht habe, sind dann irgendwie 2 dazugekommen. 2 von 3, okay. Oder es war bei der Lagerhaus. Also das, was man in der Stadt baut. Das kann auch sein, dass es das gewesen ist. So, und gleich gibt es aber ordentlich Geld und wir können beim nächsten Mal dann wieder die nächsten Stufen uns dazu holen, beziehungsweise hier schon mal gucken, ob wir da dann doch noch das eine oder andere dazu holen wollen. Beziehungsweise haben wir ja immer noch den Ämterbaum vor uns, den ich jetzt irgendwie ziemlich hart ignoriert habe in den letzten Folgen. Aber das kriegen wir noch hin. So, die machen das jetzt hier alles schön von selbst, während die Betriebe die Produkte wieder hier hinbringen. Und wir sehen schon 40, 40, 40, 40, 40. Ach stimmt, ja, hier waren ja die Slots 120 groß. Ah. Könnte ich ja sogar auf 120 gehen. Hm. So, da kam auch der Honig. Der Honig wird dann gleich vom Bader abgeholt. Hoffentlich. Von der Gutsten. Wo soll's hingehen? Ja, da läuft sie schon los. Holt den Honig, den wir brauchen. Der hier momentan noch ein bisschen Mangelware ist, ja. Ich beschleunige mal eben noch. Wir haben ja sowieso schon eine Überlänge.
So, Honig wird jetzt jemand erstmal wieder... hat euch gelobt. Ist ja gut. Honig wird jetzt erstmal wieder nicht gebraucht, weil jetzt erstmal die Seife hergestellt wird. Und in der Zeit kann Honig geholt werden. Das ist so, so ist eigentlich der Plan. Jetzt wird wieder Honig gebraucht. Auch wollt ihr mich... So, einer ist ja immer noch am Baden. Aber ihr seid immer gleichzeitig die Seife herstellen. Ne? Das ist natürlich der Nachteil. Aber gut. Es scheint zu funktionieren. Ich habe es vorher anders gehabt, wie gesagt. Die Bevölkerung gegen euch aufgehetzt. Ich habe es vorher anders gehabt, aber irgendwie habe ich da Fehler gemacht und ich habe den verdammten Fehler nicht gefunden. Jemand hat euch gelobt. Mal abgesehen davon, dass ich mein Mikrofon gemütet hatte, war sowieso alles Kacke an diesen Folgen. Gut, ihr Lieben, das war's für heute. Ich gehe jetzt hier wieder auf die Zeitlupe runter. Wir gucken nochmal hier rein. Oh je. Was machst du hier? Warum sammeln jetzt zwei Leute den Honig? Achso, ja klar. Sie sammeln den... Ja, das hatten wir schon mal das Problem. Ne? Sie sammeln einmal den 40 Honig, weil ich das gesagt habe, und einmal für die Candace-Produktion. Und da werde ich nicht drum rumkommen, dass es hier dann irgendwann zu viel Honig gibt. Aber ich löse das ja damit, dass ich das dann halt immer reinbringe in die Scheune. Und alles, was zu viel ist, wird von der Scheune aus verkauft. Und ich sag mal so... Dafür, dass der Honig kostenlos geerntet werden kann und der mir trotzdem so 7 Taler pro Stück bringen kann, ist das jetzt auch ein schönes Nebenverdienstchen, ne? Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal auf den Furtknecht hier, auf die Anne. Dann können wir jetzt nachträglich nochmal die Menge anpassen. Dann sage ich jetzt hier plus 10. 10. Und hier nochmal minus 10. Bestätigen. Speichern. Nochmal vorsichtig aber draufgeklickt. Bestätigen. Bestätigen, 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 bestätigen! Jetzt hat sie 12 mitgenommen, was? Lol. ja, okay, weil ich sie nicht angehalten habe vorher. Aber ich glaube, die Aktualisierung nimmt ja automatisch, ne? Jetzt wird sie wahrscheinlich 2 Honig im Inventar behalten. Weil ich ja gesagt habe, es sollen auch nur 10 abgeladen werden. Guck das mal an. Tatsache. Ich warte. Ja, du sollst nicht warten. Knarrt. Du sollst hier den Honig abladen. So, jetzt darfst du die Arbeit wieder aufnehmen. Das geht nicht hier drüber, es geht hier drüber. Das wäre dann cool, wenn es auch hier drüber gehen würde. Wenn man hier sagen könnte, pausieren und weitermachen, bitte. Gut. Aber zack, da ist wieder Geld. Nee, so. Das war's jetzt für heute, endgültig. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wenn ihr mehr sehen wollt und hören wollt, ab morgen auch wieder mit Livecam, dann schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao.